Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ja, wir sind schon wieder im nächsten Level-Abschnitt, immer noch in Griechenland, aber jetzt steht uns wieder etwas bevor. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Wozu das gut ist, dass man hier nach oben klettern kann. Kann ich hier irgendwie hangeln? Kann ich irgendwo hinklettern? Was ist denn, wenn sie jetzt hier so entlang geht? Oder wenn sie so auf der linken Seite mal bleibt, kann sie darüber? Nee, sie gibt auch nirgendwie ein Zeichen, dass sie auf eine andere Seite springen will oder so. Hier ja dann wohl auch nicht, oder? Meistens kann man ja so ein bisschen seitlich nach hinten oder so drücken. Und dann macht sie schon den Arm nach hinten. Es ist dann immer schon so klar, aha, da will sie hin. Das hat sie jetzt hier nicht gemacht. Ich glaube, wir müssen nach unten. Da ist auch ein Seil, sehe ich gerade. Und dann kommen die Säulen, glaube ich, runter, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hinunter. Die Schrotflintenmuni wird da wohl liegen bleiben. Ich nehme mal andere Waffen. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass hier vielleicht doch noch was kommt. Mann, ich erschrecke mich ja hier immer zu Tode. Aha, da ist auch noch ein Durchgang. Und da ist so ein Barren. Ja, klar, wir sind ja auch immer noch quasi im selben Level. Wir müssen natürlich da halt an den Barren kommen, damit wir das mit dieser Hand machen können. Denn da haben wir noch gar nicht alle Barren eingesetzt. Ich nehme mal an, das ist unser Ziel. Hallo. War klar, ne? So blöd mit der Ecke auch. Aber das war so klar, dass hier noch wieder Tiere sind. Ich habe das irgendwie gerochen. So. Was auch immer wir hier zum Einsturz bringen sollen, ich werde es tun. Soll uns ja anscheinend helfen. So, jetzt ist die Säule irgendwie frei. Ah. Aha. So ist das also. Ein Bleibarren wiedergefunden, alles klar. Wir hatten ja auch schon einen, aber den hat sie ja nicht rantun wollen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht sollen wir jetzt jedes Mal halt hier erstmal ein paar Viecher töten und dann klappt das schon, nö. Ist hier noch irgendwas? Könnte ja sein, dass hier auch noch mehr versteckt ist und man aber so sofort immer rausrennt. Hey, sieht nicht so aus. Dann gehe ich wieder raus. Oh. Oh. Jetzt haben wir aber ordentlich alles hier zum Einsturz gebracht. Okay. Da kann sie ja vom Glück reden, dass hier nichts passiert ist, ganz ehrlich. Ah. Okay, wir können hier so rüber auf diese Seite und wahrscheinlich die Treppe noch hoch. Das machen wir doch gleich mal. Nehmen wir an, durch diesen Sandhaufen können wir da jetzt irgendwie lang. Ein Kontrollpunkt. Mhm. Ja, ja, geh mal ruhig hoch. Ja, jetzt nach links oder rechts? Nach links erstmal. Damit wir das Medipack hier einsammeln. Oh, Mensch. So. Oh nö, nicht sowas schon wieder hier.
Nein! Gut, dass der Kontrollpunkt da ist. Die Frage für mich war aber auch, soll ich an derselben Wand bleiben und da an die Seite? Deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht zielgerichtet genug gesprungen. Oder soll ich, super gemacht. Ganz klasse. Ich hasse solche Sprünge, wo man dann so ganz blöd wieder landet. Wenn man dann so runterfällt und sie dann aber nicht stirbt. Ich hab's ja lieber, sie stirbt. Und dann landet man so und verliert Energie. Das ist dann immer so richtig ärgerlich. Wenn es nur einmal passiert, geht das ja noch. Oh Mann. Und den Sprung da oben muss ich ja auch noch wieder schaffen. Ja, die Frage ist, wohin? Warum höre ich denn hier was? Ich höre hier schon wieder Fledermäuse oder so. Ach, das habe ich auch noch nicht jetzt eingesammelt quasi, oder was? Aha. Das stimmt ja gar nicht, das hatte ich schon. So, da bin ich schon wieder. Oh, okay. Alles klar. Ja, das machst du ganz toll. An das Seil nehme ich mal an. Okay, ich kann mich ja auch. Aber weit kann ich mich ja nicht gerade runterlassen, ne? Wo soll ich denn von hier hin? Ich kann ja nur zur Säule höchstens. Aber da kann sie sich doch gar nicht festhalten. Also eher da hinten an die Säule, oder? Da ist so ein Spalt, da könnte man sich festhalten. Ja. Ah, ich wollte sogar einen da drunter, aber hat auch so geklappt. Prima. Das hat ja doch besser geklappt, als ich dachte. Ja, schöne Aussichten. Jetzt muss man auf die Säule runter, nehme ich mal an. Da drauf springen und dann schlittert sie runter und dann bin ich wieder unten. Das macht ja auch keinen Sinn. Hier herumhangeln, wieder auf die andere Seite auch nicht. Warum stehe ich jetzt hier oben? Keine Ahnung. Damit ich hier rüberkomme, oder was? Da oben in die Nische müsste man ja aber eigentlich auch kommen können. Oh, voll schwierig hier. Toll, ich hab's geschafft. Hey. Ja. Na dann. Geht wieder los hier. Bestimmt jetzt. Oh Gott. Hier geht's ja voll runter. Scheiße. Ich hasse das so auf der Enge mit diesen Gorillas. Und die Zielschüsse klappen ja auch immer nie. Und, oh Mann. Ich nehme mal die Schrotflinte, weil es so eng ist. Ja, Kackgorillas. So, geschafft.
Jetzt sind wir wieder bei ihm hier. Aber aha, wir sind auf der anderen Seite. Okay, können wir endlich den anderen Hebel mal betätigen hier. Und da kommen bestimmt dann auch wieder Tiere raus. Mhm. Waren wir da hinten schon, weil wir da rumgelaufen sind? Ich weiß es gerade nicht mehr. Doch, ich glaube, da oben bei dem Wasser. Wir waren nämlich bei Wasser oben. Aber das war, glaube ich, die Ecke. Wo wir damals da hochgeklettert sind. Waren wir aber da drüben auch schon? Ich weiß gerade nicht. Oh, vielleicht sollte ich auch mal Medipack nehmen. Und die Barren kann man nicht einsetzen schon? Nein. Nein, kann man nicht. Okay. Ja. Sind wir wieder hier? Wieso sind wir denn wieder hier? Wir sind wieder hier. Mir das jetzt, war das richtig, weil ich auch einen Kontrollpunkt bekommen habe? Ich bin verwirrt. Habe ich den falschen Eingang genommen? Also es würde mich nicht wundern, das sah alles so gleich aus. Mit links, rechts und überhaupt. Wahrscheinlich die falsche Seite genommen. Wieder ein Kontrollpunkt. Jetzt könnte ich die ganze Kletterpartie nochmal machen, aber es macht ja keinen Sinn. Huch. Doch, geh mal runter. Lass dich mal ruhig fallen. Ich versuche mal die andere Seite. Ich will jetzt nur mal wissen, ob ich falsch gelaufen bin. Irgendwann muss man ja auch mal alle Barren haben. Oder wir sollten zurück. Ich nehme mal die Seite. Am Wasser war auch nichts mehr, ne? Gitter. Ich glaube, da sind wir damals irgendwann mal hergekommen. Ich weiß es auch gerade nicht. Was weiß ich schon. So. Man weiß ja nie. Lieber die Waffe nehmen. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Och, Leute. Das erinnert mich nur wieder daran, dass ich da oben die Dinge haben will. Da oben leuchtet es und ich habe es immer noch nicht eingesammelt. So furchtbar. Ja, bringt mir das jetzt hier was oder voll sinnlos hier? Hm. Aber ich kann die Muni mal einsammeln. Jetzt macht sie das nämlich auch, weil wir haben ja auch welche verballert. Hat sich schon gelohnt. Wo soll ich denn jetzt hin? Wozu habe ich das Tor geöffnet? Wozu denn? Dann nehme ich jetzt das Haupttor. Ich denke nämlich die ganze Zeit, was ist das hier? Ich habe keinen Überblick mehr. Waren wir hier schon? Hallo? Ich meine, das sieht mir nicht so aus, als waren wir hier schon. Oder kommen wir hierher? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall unheimlich. Ich meine, zurück in ein Level kann man ja eh nicht mehr. Also müsste jetzt hier dann Ende Gelände sein irgendwann. Oh. Hallo. Hallo? Ich kletter mal einfach immer weiter nach oben. Ah, wie schön. Muni. Kontrollpunkt. Kolosseum. Wieso sind wir denn wieder beim Kolosseum? Das kann doch gar nicht sein. Wieso kann man denn hier noch hin? Wie merkwürdig, dass man das noch kann. Okay, wir waren hier schon. Das Kolosseum hatten wir ja schon. Es sei denn, man kann zurück, weil ich hier einen Barren vergessen habe oder so. Das wäre ja trotzdem komisch. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen blöd rumgelaufen, wie immer.
Macht ja aber nichts. Ach ja, ich habe ein Tor geöffnet, ne? Es wird wohl eines der Zugänge wieder gewesen sein, die einfach wieder zurückführen oder so, aber bin jetzt trotzdem verwirrt. Die sollen das mal zumachen hier. Und nicht so ein Open World kam, damit komme ich ja gar nicht klar. Was natürlich schön wäre. So ist nicht. Aber von der Orientierung her, naja. Nein. Setz den Barren doch einfach ein. Sei doch mal so lieb. Ja, das heißt, wir waren ja hier oben schon. Jetzt bin ich ja wieder hier. Waren wir hier schon mal? Oder war das hier zu? Ha! Ich habe den Weg endlich gefunden. Kommen Fledermäuse auf mich zugeflogen, dann mache ich die damit. Den normalen Piston. Okay. Das Tor oben habe ich aufgemacht gehabt. Ich denke die ganze Zeit, ich hatte ein Tor unten aufgemacht. Dann kann ich natürlich lange suchen unten. Das klappt natürlich nicht. Das sieht aus, als würde da auf den Dingern da hinten... Oh, ein Koko. So gefährlich, ein Koko im Wasser. Wollen wir das Koko mal anlocken? Koki? Nee, das kommt erst, wenn wir drinnen sind im Wasser. Also bloß nicht ins Wasser fallen. Alles klar. Ja, okay. Alles klar. Gefährlich, gefährlich. Und dann auch noch die Cookies dazu. Schön. Ja, da freut man sich doch. Schade, dass der Sohn nicht kommt. Muss ich jetzt trotzdem hier in die Mitte springen? Ja, es geht sogar. Ja, nu. Klasse. Nein, er kommt. Er kommt. Er kommt. Lass mich los. Und kletter da endlich raus. Ist er tot? Ich glaube, das Vieh ist tot, ne? Ja, ich habe ihn tot gemacht. Ich muss mal ein Medipack nehmen. Kann sie hier nicht runterschwimmen? Ich meine, es ist doch praktisch, wenn der Koko weg ist. Dann kann man mal gucken, was hier unten noch so ist. Weil hier ist ja auch noch so ein Ding. Oh, ist doch bestimmt ganz angenehm hier, so in dem beheizten Wasser. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Das machen wir doch mal. Noch was Interessantes hier im Wasser? Ich könnte mir vorstellen, dass hier nicht noch mehr ist. Als nur dieser Hebel. Aber sie schwimmt ja auch so gemütlich vor sich hin. Hm.
Erinnert mich so vom Setting her gerade an den zweiten Tomb Raider Teil, also den Film, die Wiege des Lebens, mit diesen Ruinen und dem, ja, dem Palast von Alexander dem Großen, den sie da gefunden hatte. Naja. Gut, ich habe jetzt mal erstmal gerade so mal nichts mehr im Wasser gefunden. Ich bin eigentlich recht froh, dass das Krokodil weg ist. Es nimmt einem immer so ein bisschen die Furcht. Was war da unten? Sieht immer aus, als wäre hier so eine Nische. Da ist aber keine Nische, wo ich reinschwimmen könnte, oder? Nee. Okay. Gut. Ich habe mich nur gefragt, ja, wo ich von hier aus hin kann. Aha. Und dann? Nee. Das funktioniert ja wohl auch nicht. Scheiße. Oh Mann, oh. Ja. Ah, so kann ich mal ein bisschen schneller oben schwimmen. Das habe ich auch noch nicht raus, den Dreh. Gut. Tja. Bin hier so ein bisschen noch am Überlegen, wie ich da... wo ich da überhaupt lang kann. Also, ich glaube, ich muss hier nach links schwimmen. Macht ja auch keinen Sinn. Hä? Ah. Nee. Schade, das sah aus wie so eine Leiter. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ich bin hier gerade so am Rum, weil ich keine Ahnung habe. Also ich habe keine Ahnung, von wo ich hier hinspringen soll. Eigentlich müsste diese Plattform mal rauskommen. Dann, ja, das wäre ganz cool. Da kann man auch lang. Moment. Da kann man oben lang hangeln. Ich muss nur eigentlich von hier aus da rauskommen. Also ich müsste da eigentlich rüberspringen können und mich festhalten können. Vielleicht ging das noch nicht oder so. Ja, das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon hin. Oh, dass ich von der Seite nicht hoch kann. Ja, im nächsten Part. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, so wie ich, das herauszufinden. Und dann werden wir sicherlich gut weiterkommen. Bis dann!